Hallo meine Lieben, heute wieder ein Procreate-Video für euch und zwar wollte ich euch zeigen, wie ihr selber Pinsel oder Stempel in Procreate erstellen könnt und wie ihr die dann anwenden könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was ich meine, ich habe hier schon ein Design gemacht und was ich hier gemacht habe, ist diese kleine Häschen oder auch der große, die habe ich mit einem Stempel oder mit einem Pinsel, den ich selber erstellt habe, gemacht und auch die Punkte. Und was ihr dazu braucht, ist ganz einfach, ihr braucht ein Design, wo ihr einen schwarzen Hintergrund habt und dann euer gezeichnetes Element muss in weiß sein. Jetzt, um das zu machen, eignet sich nicht eben diese A4 Canvas, sondern ich gehe auf die Galerie und erstelle kurz ein neues, weil das müsste ein Quadrat sein. Ich habe hier 2048 x 2048 Pixel und jetzt habe ich einen Canvas, der quadratisch ist. Gehe da auf die Hintergrundfarbe und wähle da schwarz aus. Das ist wichtig, der Hintergrund muss schwarz sein. Dann gehe ich auf die erste Ebene, die es da hat, schaue, dass mein Pinsel weiß ist. Dann nehme ich hier einfach einen Kalligraphiepinsel, Fineliner Straight, mit dem arbeite ich gerne. Und jetzt gebe ich da einfach einen Kreis drauf. Jetzt im Moment ist es eine Ellipse. Wenn ich da mit dem Finger drauf gehe, dann wird es ein perfekter Kreis. Den kann ich jetzt noch in die Mitte verschieben. Und dann dupliziere ich mir den. Und mache den zweiten so ein bisschen kleiner. Und verschiebe den auch wieder in die Mitte. Dann füge ich diese beiden eben zusammen und jetzt kann ich das, was innen drin ist, noch weiß ausfüllen. So, das ist die Form, die ich für meinen Pinsel haben will. Jetzt kann ich da ganz einfach auf die Aktion drauf gehen und das als JPEG speichern. Ich speichere das jeweils bei mir in den Fotos drin, das geht am einfachsten. Und jetzt können wir hier kurz den Hintergrund, das hier ausblenden, den Hintergrund wieder weiß machen. Das geht ein bisschen einfacher, damit ihr es seht. Und dann können wir bei den Pinseln, ich habe hier eine Kategorie angelegt, wo ich die, die ich selber erstelle, jeweils reinmache. Und da sage ich einfach hier Plus und gehe bei Form hier drauf, damit ich diesen Kreis habe und sage hier Bearbeiten. Und jetzt sage ich importieren. Und jetzt, da holt ihr das einfach da aus den Fotos raus, wo ihr das gespeichert habt. So, jetzt habe ich hier diesen Kreis als Bild. Und sage fertig. Und jetzt müsst ihr da so ein bisschen spielen damit. Ich sage, bei der Anzahl gehe ich meistens so auf eine 10 hoch. Dann könnt ihr da einfach gucken, ne, vom Abstand her, was ihr haben wollt. Ich will, dass die nacheinander gezeichnet werden, sogar ein bisschen mehr Abstand. Streamline nehme ich meistens hoch, aber da könnt ihr damit spielen. Jitter wäre einfach, das würde das Ganze verteilen. Das ist nicht der Effekt, den Effekt, den ich jetzt haben will. Und ihr könnt das immer ausprobieren, ne, wenn ihr hier Zeichenblock löschen. Wenn ich jetzt zeichne, würde das so aussehen. Wenn ich einen Jitter mache, dann würde es das einfach verteilen. Und das ist eben nicht der Effekt, den ich haben will. Deshalb gehe ich hier einfach wieder zurück. Da könnt ihr mit den ganzen Einstellungen spielen. Was ich jeweils mache, ist, dass ich hier sage beim Pinsel, dass ich den kurz benenne. Den nenne ich jetzt einfach mal Bubble. Und dann bei den Eigenschaften gehe ich auf die maximale Größe.
so um die 1000 rum und sage fertig. Wenn ich jetzt jetzt kann ich eine x-beliebige Farbe nehmen. Das ist jetzt nicht, weil wir das schwarz-weiß gemacht haben, müsstet ihr hier eben auf eine Farbe bleiben, sondern da könnt ihr die Farbe nehmen, die euch auch immer gefällt. Dann eine neue Ebene und jetzt kann ich quasi damit zeichnen. Das ist jetzt sehr groß. Und hier könnt ihr eben spielen, je nachdem, wie groß ihr das dann haben wollt. Und ihr seht, wenn ich mit dem Stift arbeite, kann ich quasi Linien oder Kreise zeichnen, was auch immer. Aber ich kann eben auch, wenn ich den größten größer mache, einmal drauf tippe, ist es wie ein Stempel. Das heißt, jedes Mal, wenn ich so einen Kreis brauche, kann ich da einfach drauf tippen. Und so habt ihr euren ganz eigens erstellten Pinsel oder eben auch Stempel, je nachdem, wie ihr das Ganze anwendet. Ich gehe kurz zurück auf das andere Bild. Wenn ihr euch das jetzt anguckt, hier hatte ich diese kleinen Häschen, wo ich einen Pinsel dafür erstellt habe. Und da seht ihr wirklich, ihr könnt die Form, die ihr auch immer gerne haben möchtet, die habe ich so in einer Linie aufgereiht. Das könnt ihr ganz einfach so machen, dass ihr, ich bin jetzt auf einer neuen Ebene, wenn wir jetzt, ich habe immer noch diesen Bubble-Pinsel, mache die kurz ein bisschen größer, und da könnt ihr jetzt bei Aktionen auf die Leinwand gehen und sagen Zeichenhilfe. Die Zeichenhilfe bearbeiten und da sagen, wie groß euer Raster sein soll. Einfach so, wie das für euch passt. Ich sage fertig und dann muss ich auf der Ebene, die ich bin, auch sagen, dass der Zeichenassistent eingeschaltet sein soll. Jetzt kann ich hier wunderbar auf der einen Seite anfangen und einfach diese Kreise draufgeben und habe eine schön gerade Linie. Ich mache das kurz noch ein bisschen größer. So, und dann könnt ihr die einfach duplizieren und dann dahin verschieben, wo ihr die gerne haben möchtet. Ich versetze die, also ich mache die jetzt einfach ein bisschen weiter unten und versetzt. Dann mache ich die zusammen, dupliziere das wieder, verschiebe die neue Reihe, mache die wieder zusammen, dupliziere die wieder. Verschiebe die wieder. Wieder zusammen. Wieder duplizieren. Und das könnt ihr einfach so lange machen, bis ihr das Bild habt, was ihr haben wollt. Ich mache das jeweils so, dass ich es ein bisschen kleiner mache, weil was ich jetzt machen kann, ist einfach das Ganze zu nehmen und größer machen. Weil dann habe ich an den Rändern auch keine Fehlstellen, weil wenn das kleiner ist, hätte es ja hier auf der Seite fehlt jeweils die Hälfte von einem Kreis. Ne? Und damit man das eben nicht sieht, kann ich das ganz einfach größer machen, so dass es den ganzen Canvas abdeckt. Et voilà. Und so habt ihr einen Hintergrund gefüllt mit diesen Kreisen. Nach dem Prinzip habe ich auch das mit den Hasen gemacht bei mir. Na, die sind hier alle schön auf einer Reihe. Dann habe ich den Papercut-Effekt gemacht. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich habe letzte Woche habe ich ein Tutorial gemacht, wo ich diesen Papercut-Effekt gezeigt habe. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Ich habe hier einfach mit diesem Häschen einen Stempel gemacht, einen großen, und hatte so das Bild von diesem Häschen und das dann maskiert. Und damit es aus dem Papier ausgeschnitten wird quasi, und dann dahinter einfach diese verschiedenen Kreise gelegt und auf die Kreise drauf dann auch dieses Punktemuster, was ich mit meinem Pinsel, den ich erstellt habe, gemacht habe.
das ist ein Beispiel, wie ihr sowas anwenden könnt. Ich habe zuerst mit den Designs ein bisschen ausprobiert. Ich habe zuerst versucht, ob ich es so reinschneiden kann, hat mir so nicht gefallen. Dann habe ich versucht, ob ich es stapeln kann, hat mir so auch nicht ganz gefallen. Und dann das schlussendliche Design, und das wird auch die endgültige Karte sein. Das ist hier eben dieses Ausgeschnittene, wo drunter mit diesem Papercut-Effekt Kreise liegen und die dann auch wieder gemustert mit dem Pinsel, den ich erstellt habe, und dann unten einfach ein Schriftzug drauf gemacht. So einfach könnt ihr mit eigens erstellten Pinseln euer Design machen. Ne? Wenn ihr das anguckt, einfach um euch das auch zu zeigen, ich habe hier eben meinen Bunny. Und wenn ich da jetzt, upsie, wenn ich da jetzt drauf tippe, würde ein Hase kommen. There we go. Und da eben auch das Coole, ich kann jetzt dadurch, dass das einfach ein Stempel ist, kann ich da die Farben wählen, die ich gerne hätte, und kann das so immer wieder verwenden. Oder eben auch, wenn ich das nicht als Stempel verwenden will, habe ich mir einen zweiten Pinsel gemacht, wo ich sage Pattern, weil da ist der Hase so ein bisschen kleiner, aber da kann ich jetzt quasi Hasen zeichnen und eben auch wieder mit diesem, mit der Zeichenhilfe da schön eine Linie entlang fahren und so ein Pattern draus machen. Das war eigentlich auch schon alles, was ich euch zeigen wollte. So könnt ihr eure eigenen Pinsel erstellen oder Stempel erstellen und die dann für die Designs anwenden, die ihr gestalten wollt. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch und dass ihr da auch Lust habt, dasselbe auszuprobieren und eure eigenen Pinsel zu erstellen. Die Materialien, respektive das iPad und die App, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept away.